Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, was das bedeutet? In Zukunft laden wir irgendwie alle nur noch an DC. Naja, da reden wir halt über Ladepreise von 59 bis 69 Cent. Das machen die genau ein einziges Mal, dass sich das alles nicht rechnet. Das ist keine normale Situation. Die Meinungen dazu werden, das weiß ich jetzt schon, extrem auseinandergehen. Ah, hallo zu diesem Wort zum Freitag. Und nehmt mir nicht übel, es wird ein bisschen gemeckert, ein bisschen laut und ich könnte zwischendurch ein bisschen mal, ich will nicht sagen ausfallend werden, aber doch irgendwie ein bisschen mal manche Dinge müssen eben auf den Tisch und heute ist es mal wieder soweit. Es geht um welches Thema wohl sonst? Es geht ums Laden. Wer hätte das gedacht, dass wir uns mal wieder über das Thema Laden von Elektroautos unterhalten? Und ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Ich habe das Gefühl, irgendwie bei einigen setzt sich irgendwie tatsächlich die Meinung durch, in Zukunft laden wir irgendwie alle nur noch an DC. Also egal, wo du guckst, ja, du liest nur noch DC und du liest gleichzeitig ja AC, das lohnt sich alles nicht und da stehen die Autos dann stundenlang rum und da wird dann überhaupt nicht geladen und dann rechnet sich das alles vorne und hinten nicht und deswegen muss es alles auf DC laufen. Und ich muss es mal so klar und deutlich sagen, selbst Leute, von denen ich eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, irgendwie einen etwas anderen Eindruck hatte, zum Beispiel unser lieber Bäcker Schüren, der sich seit Jahren für die E-Mobilität einsetzt, bläst aus meiner Sicht inzwischen ins gleiche Horn und erzählt uns irgendwie hier im letzten Podcast der Wirtschaftswoche, der Podcast heißt High Voltage, im Prinzip, AC ist tot, geladen wird nur noch an DC und was vor allem nicht nur an den Autobahnen entlang oder bei den Discountern, sondern auch noch innerorts an Schnellladehubs. Und da frage ich mich jetzt langsam wirklich, Leute, habt ihr euch eigentlich mal überlegt, was das bedeutet, wenn wir tatsächlich jetzt sozusagen diesem Tankstellendenken nachgeben und Schnellladehubs auch in den Innenstädten und vor allem auch in den dicht besiedelten Wohnbereichen in Städten installieren und dann den Leuten erzählen, das ist doch überhaupt gar kein Problem, da machen wir 6 bis 8 Schnellladestationen und dann stellt ihr euch da hin und dann erledigt ihr da irgendwas und dann fahrt ihr euer Auto wieder weg. Ist doch super. Also da frage ich mich langsam wirklich, ich meine, ich kann ja verstehen, dass Leute, die keine Ahnung von Elektromobilität haben und Elektroautos sich eher von außen angucken als von innen, dass die keine Ahnung haben, wie Elektromobilität im Alltag funktioniert. Aber dass es immer mehr Leute gibt, die, von denen man eigentlich ausgeht und von denen auch bisher ich dachte, sie haben wirklich echt Erfahrung ohne Ende, in diese Richtung gehen, und dann ohne mit der Wimper zu zucken sagen, naja, da reden wir halt über Ladepreise von 59 bis 69 Cent und letztlich wahrscheinlich später auch noch mehr. Und dann, die müssen doch wissen, was dann 100 Kilometer im E-Auto kosten. Also ich bin hier im Skoda unterwegs, im Skoda Citigo. Das ist so ein Durchschnittsauto, wer den nicht kennt, ja. So, aber selbst den fahre ich im Winter. Ich meine, man will ja nicht frieren, ja. Und selbst wenn ich die Heizung nur auf 18 Grad stelle, ja, das ist die kleinste Heizungsstufe, die man sich vorstellen kann, dann fahre ich dieses Auto im Winter. Also da muss ich mich schon anstrengen und nur bergab und mit Rückenwind fahren, um unter 15 Kilowattstunden zu kommen. Und 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei rund 70 Cent, das kann sich jeder von euch selber ausrechnen auf dem Taschenrechner, da bin ich jenseits von 10 Euro pro 100 Kilometer und ganz schnell bei 15 Euro pro 100 Kilometer. Wenn ich an meinen ID3 denke, der nimmt sich dann eben auch gerne mal im Winter 20 oder 24 Kilowattstunden. Ja, soll ich denn da langsam nahe 30 Euro pro 100 Kilometer, also Quatsch, 20 Euro pro 100 Kilometer bezahlen? Ist das ernst gemeint? Und wie soll das überhaupt laufen? Ich fahre dann an so eine DC-Schnellladestation. Irgendwann, draußen ist es kalt, es regnet, es schneit, keine Ahnung was. Dann fahre ich dahin, hab in meinem Akku, wenn man ja, das Leben ist ja vielfältig, man fährt ja dann quasi zum Tanken, nicht erst bei 5 oder 10%, sondern man fährt ja dann schon mal zwischendurch bei 30 oder bei 40% ran
und will dann laden. Und ich rede gar nicht von Vollladen auf 100%, weil wir das alle wissen, dass das am Schluss nochmal bei den meisten Fahrzeugen richtig Zeit in Anspruch nimmt. Sondern ich sage, okay, ich will auf 80% laden. Ne? So die klassische Schnellladung bis 80%. Dann weiß ich, dass ich da mit dem Skoda locker 1,5 Stunden stehe, wenn der kalt ist. Dann lädt der mit 13 oder 14 kW. Bei einem, und wenn ich 20 kW oder so einladen muss, dann stehe ich da 1,5 Stunden. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich da mal schnell für 5 oder 10 Minuten, so wie es proklamiert wird, an den Schnelllader fahre. Und dann komme ich da vielleicht hin, dann ist der vielleicht voll oder der ist kaputt oder stehen irgendwelche bekloppten Carsharing-Fahrzeuge da, die von ihren bekloppten Usern da stehen gelassen wurden und seit 3 Tagen da nicht weggefahren sind. Wie soll denn das funktionieren? Was mache ich dann? Dann warte ich oder dann fahre ich zur nächsten Schnellladestation. Wisst ihr, wie oft die Leute das machen, wenn das so läuft? Wie oft die das machen? Das machen die genau ein einziges Mal. Und dann holen die sich wieder einen Verbrenner und sagen, Elektromobilität. Ja? Was soll denn das? Also das ist eine Fehlentwicklung aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht. Ich habe gestern so lange mit Steve darüber diskutiert und nicht das erste Mal. Und wir beide verstehen es nicht, wieso dieses DC-Schnellladedenken in den Köpfen drin ist, als Heilsbringer, als Lösung für die Elektromobilität, fürs Laden, auch in den Städten, dass wir das an den Autobahnen brauchen und auch beim Discounter, wo man mal schnell was reinladen kann. Das ist doch eine ganz andere Situation. Das ist doch was völlig anderes, als wenn ich eine Ladesituation, eine Ladeinfrastruktur aufbaue und mir darüber Gedanken mache, an der Hinz und Kunz mehr oder weniger jeden Abend sich ransteckt und ihr Auto volllädt. Nicht jeder hat ein Auto, wird später ein Auto haben mit einem riesen Akku. Hat ja auch was mit Rohstoffen zu tun. Wenn ich mir dann so ein Dacia Spring kaufe, dann hat der einen relativ kleinen Akku. Oder ich hole mir dann, habe irgendwie einen gebrauchten Smart, der hat einen 16 Kilowattstunden Akku. Mal abgesehen davon, dass der nicht an DC laden kann. Wie oft soll ich mich denn da abends hinstellen? Und wie viel Zeit soll mich das denn kosten? Selbst mit dem Skoda hier, ja, da komme ich im Winter, naja, sagen wir mal 200 Kilometer irgendwie. Ja, dann habe ich noch so viel Rest drin, dass ich vielleicht auch noch mal einen Tag später laden kann. Und dann soll ich mich da abends irgendwo an so eine Schnellladestation stellen und mir da irgendwie die Beine in den... Was soll ich denn da machen in der Zeit? Mal ganz abgesehen davon, was mich das kostet. Und mal ganz abgesehen davon, dass der Aufbau einer solchen Ladeinfrastruktur nun wirklich der teuerste Variante ist, die man sich vorstellen kann. Ja, also du zahlst den dreifachen Preis und die Installationskosten sind das 10-fache und hinterher werden wir auch noch vollgeheult von den Betreibern, dass sich das alles nicht rechnet, weil die ihre Ladestation irgendwo am Baumarkt aufgebaut haben, der dann ab 20 Uhr abends auch noch geschlossen ist und am Sonntag, ja, und die Dinger nicht auslasten können. Also so, und was ist jetzt die Alternative? Was ist die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist, so krass sich das anhört, es muss im Prinzip so ziemlich jeder Parkplatz elektrifiziert werden, aber nicht mit einer klassischen AC-Säule, sondern mit der einfachsten Ladetechnik, die man sich vorstellen kann. Irgendwo eine Mastersäule, wo man sich identifiziert und dann hast du da irgendwo so eine Batterie an 10 oder 20 einfachsten Wallboxen oder Anschlüssen, wo ich mich ranstöpsel. So einfach wie es geht und dann laden, meinetwegen langsam mit 1,2 kW oder 2 kW mit einem Lastmanagement, damit dann auch, wenn weniger laden, wieder entsprechend schneller geladen werden kann. Und gerne von mir aus das Ganze mit Stromabgabe, mit Unterbrechung, also sprich nach Energiewirtschaftsgesetz § 14a, sodass du da die Kilowattstunde für 20 Cent laden kannst. Und selbst wenn es 25 Cent sind, ist das noch weit entfernt von dem, was ich an so einem Schnelllader bezahlen muss. So, und dann kann ich mich da einfach abends ranstecken. Kein Problem, das reicht doch über Nacht. Und wenn es dann doch mal sein muss, okay, wenn es noch zusätzliche Schnelllader gibt, wunderbar, kein Problem. Aber die sollten nicht die Dauerladelösung und die Standardladelösung für alle die sein, die eben nicht in so einem Ladeparadies wohnen, wie ich das zum Beispiel tun kann, ja, bei mir zu Hause. Ich habe 2 Wallboxen, ich habe um die Ecke ja, da kann ich hinlaufen, 2 AC-Ladestationen am Straßenrand mit je 2x22 kW und ich habe 2 Schnelllader bei mir um die Ecke, wo ich innerhalb von 5 Minuten bin.
Das ist aber nicht die Situation, das ist keine normale Situation. Die normale Situation ist, du bist irgendwo im Mehrfamilienhaus und willst dein Elektroauto laden. Das sind doch genau die Fragen, die wir ständig bekommen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Und da kann ich nicht antworten, dann fährst du zum Schnelllader, weil das ist gar nicht bezahlbar auf Dauer. Und selbst wenn ich ab und zu mal irgendwo kostenlos laden kann, ich muss doch den Leuten eine verlässliche, sozial gerechte Ladeinfrastruktur geben, an der man günstig, alltagsgerecht laden kann. Und deswegen kann ich es echt, sorry, überhaupt nicht verstehen. Wirklich, ich kann es nicht verstehen, wenn jemand, der sich so wie der Roland Schüren, ich habe Respekt vor ihm. Keine Frage, hohen Respekt für das, was er geleistet hat mit dem Ladepark Hilden und allem, was er sonst noch gemacht hat. Ja, Bakery, Vehikel und diese ganzen Projekte und seinen Einsatz und seine Auftritte überall. Und es ist alles super. Aber Ronald, du kannst doch nicht hingehen und sagen, DC-Laden soll für alle Leute der Standard sein. Das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Insbesondere dann nicht, wenn, ja, auch du sagst, der Strom muss sich aus dem, also die Ladestation muss sich aus der Stromabgabe bezahlen. Bei keiner Tankstelle ist das heutzutage so, dass die sich nur über den Spritverbrauch bezahlen, finanzieren. Die finanzieren sich alle über Quersubventionierung über ihren Shop. Ja, ansonsten, wenn das nur über den Sprit ginge, hätten wir nicht solche Tanktempel da mit allem drum und dran. Alles das da, was da steht, ja, vom Luftdruckgerät und was es da so alles gibt, finanziert sich doch nicht über den Spritverbrauch. Das finanziert sich über die Quersummen, über das, alles das, was sie da überteuert in ihrem Shop verkaufen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und bitte, bitte, wo hat denn das mal jemand ausprobiert und gesagt, hey, wir probieren das mal aus mit so einem AC-Ladepark, der einem ganz anderen Grundgedanken folgt. Viele langsame, einfache Ladeanschlüsse, an denen ich mich zu so günstig Preisen wie möglich anschließen kann. Dass das Ganze auch noch netzdienlicher ist und dass ich auch meinen Akku nicht ständig mit einer Vollladung malträtieren kann, vor allem im Winter. Das sollte doch allen bekannt sein und klar sein, die sich mit Elektromobilität auch nur ein Stück weit auskennen. Guckt doch mal in die Anleitung zu eurem Auto. Bei vielen Fahrzeugen steht drin, dauerhaftes Schnellladen ist nicht gewünscht oder ist nicht zulässig. Wer ein ID3 hat und dauerhaft schnell lädt, der kriegt hinterher wirklich Stress mit denen. Oder wer denn immer auf 100% auflädt, der kriegt wirklich Stress mit denen, weil die das nicht wollen. Ist doch verständlich. Das ist doch also kontraproduktiv. Und weil mich das alles so wahnsinnig aufregt, habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Um das nochmal klar und deutlich zu zeigen, ich werde jetzt mal eine Woche lang bei mir zu Hause AC laden, war ja sowieso, aber so langsam, wie ich mir das einstellen kann. Ich glaube, ich kann das auf einphasig 6 Ampere einstellen. Das ist mega langsames Laden. Das ist noch langsamer als an der Schuko-Steckdose. Ja? Das ist, glaube ich, Laden mit 1,2 kW oder so. Das ist so gut wie gar nichts. Aber eben immer, wenn ich da bin, und ja, ich habe auch eine Ladestation mit Stromunterbrechung 2-mal am Tag. Und dann werde ich mal aufschreiben, wie viel habe ich da geladen und was hat mich das gekostet. Und dann mache ich das eine Woche später nochmal und lade nur an Schnellladestationen. Nur an Schnellladestationen. Und schreib mir auf, wie viel Zeit, was ist denn mit dem Mikro hier, was ist denn mit der Kamera hier los? Wie lange stehe ich da? Was mache ich in der Zeit? Ich meine, irgendwann habe ich wirklich alle E-Mails gelesen und alles gemacht und dann stehe ich da rum und dann weiß ich nicht, wo ich aufs Klo gehen soll, weil ich muss irgendwie ständig aufs Klo. Das ist bei mir leider so. Und dann fahre ich vielleicht auch schon früher nach Hause und was mich das kostet, werde ich alles mal aufschreiben und euch das mal berichten. Also, nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen DC-Ladung, aber wir müssen bei der DC-Ladung auch mal ganz klar sagen, dass diese Heilsversprechen, Laden mit 350 kW, 100 Kilometer in 5 Minuten, das trifft auf die allerwenigsten Fahrzeuge zu. Ich glaube, es gibt nicht mal ein Auto, was 350 kW in der Spitze abrufen kann. Und selbst wenn die 200 oder so kW abrufen können, dann können sie das immer nur einen Augenblick. Und so ein Auto, so ein Einfachauto wie das Ding hier, ja, Winter, 13 kW Ladeleistung, zieht euch das mal rein, ja, 13 kW Ladeleistung, das ist doch keine Schnellladung, ja. Das ist immer noch Laden lange und dann teuer. Und darüber werde ich berichten. So, und jetzt habe ich mich hier so richtig ordentlich ausgekotzt. Und ich bin natürlich gespannt, was ihr dazu denkt. Die Meinungen dazu werden, das weiß ich jetzt schon, extrem auseinandergehen. Das ist aber auch okay. Aber wir müssen alle uns nochmal, bitte nochmal auf Null zurück, auf Reset nochmal zurück. Wenn wir uns über fehlende Ladeinfrastruktur, hohe Preise, Netzbelastung und all diese ganzen Dinge unterhalten,
dann müssen wir auch gucken, was wollen wir eigentlich und ließe sich das nicht eben auch noch anders realisieren. Also viele Anschlüsse, billig, einfach, trotzdem sicher, logischerweise. Ich will nicht da 10 2x22 kW AC-Ladesäulen nebeneinander stehen sehen. Das ist Quatsch, kostet auch 80.000 Euro. Ich will so ein Master-Slave-System haben mit einfachen Wallboxen, mit einer Identifikationsstation, wo man sich identifiziert oder meinetwegen alles über App oder keine Ahnung, über Telepathie oder so. Ohne Bezahlterminal, keine Ahnung, so einfach wie es nur irgendwie geht. Simpel, effektiv, günstig, ranstecken, 10 Stunden laden, weil ich meine, auch in Zukunft werden unsere Autos lange stehen und haben lange Zeit zu laden. Und sorry, jeder, der was anderes fordert, jeder, der den Weg dorthin fordert, das muss super schnell gehen, das muss super teuer sein, habe ich ein echtes Problem mit, weil ich glaube, dass wir damit der E-Mobilität einen Bärendienst erweisen. Und wie gesagt, die Leute sagen, kann ich überhaupt nicht bezahlen. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ich 12 oder 15 Euro pro Kilowatt, pro 100 Kilometer bezahlen kann? Das ist ja teurer als mit dem Diesel. So, lasst uns darüber diskutieren. Ich werde dann irgendwann nächste Woche mit meinen beiden Berichten anfangen. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Betteln um Abos und Glocken mache ich jetzt nicht, weil dazu ist mir das Thema zu wichtig und dazu bin ich jetzt im Moment ein bisschen nicht in der Stimmung dazu. So, ich sage einfach mal Tschüss aus Potsdam. Bis zum nächsten Mal. Ciao.